Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Susis Duftwölkchen und das Leben. Heute geht es eher um das Leben. Ich wollte eigentlich mal ein Video drehen zur allgemeinen Belustigung. Es wird lustig. Ich hatte nämlich schon mal eins gedreht, allerdings ist mir da leider ein Fehler unterlaufen. Und zwar habe ich ja hier mein schönes Handspiegelchen und hier auf der Seite ist halt auch Spiegel. Und ich habe das paar Mal dann so in die Kamera gehalten und dann konnte man natürlich genau sehen, was hier alles so im Hintergrund für ein Chaos ist und auf der Heizung. Und ich sitze ja hier an der Fensterbank, weil hier das Licht so dolle ist. Und die ist auch ein bisschen breiter, weil wir ja so ein altes Haus haben von 1800 irgendwas. Und ja, da sind die Fensterbänke halt ein bisschen größer. So, ja, Video heute dreht sich um, ich wollte euch eigentlich mal zeigen, wie man sieht, bin ich noch unschön gemacht. Ich wollte euch eigentlich mal zeigen, wie gesagt, zur allgemeinen Belustigung, wie das aussieht, wenn Leute sich schminken, die sich normalerweise nie schminken. Ich habe zwar schon 3 Millionen Schminkvideos gesehen und lasse mich auch regelmäßig von Leuten influenzen, was Produkte anbelangt. Ja, ich bin so ein typischer Palettensammler, obwohl, wie gesagt, ich mich eigentlich ganz, ganz selten schmink, nur zu besonderen Anlässen oder jetzt halt extra für die Videos zu drehen. Meistens hat man ja auch keine Zeit und überhaupt. Ich hatte auch gerade schon mal angefangen und ja, nach 1,5 Minuten hörte ich schon Tapsen hier draußen und dann kam schon wieder einer um die Ecke. Ich hätte dann gern auch, wenn ich filmen tue, ja, sorry für den Hintergrund, da stehen meine ganzen Sensi-Sachen. Wie gesagt, ich sitze eigentlich immer hier an derselben Stelle und habe auch keinen schönen Hintergrund oder sonst irgendwie was. Ja, und mit meiner Handyhalterung, eigentlich müsste ich die Kamera ein bisschen mehr hochstellen, dass man dann mehr von oben filmt, anstatt von unten, dann wird man auch nicht ganz so fett aussehen. Naja, egal, wie gesagt, ich bin eigentlich noch ungeschminkt, aber frisch gewaschen und habe schon hier rumgewerkelt, was man halt so macht, ne, auf dem Samstag, Wäsche und Hund und keine Ahnung was, Taxi gespielt habe ich auch schon heute Morgen. Und ja, jetzt sitze ich hier im Shop, wir haben jetzt 10 vor 12, gleich ist sowieso offiziell Ende im Gelände, damit ich noch irgendwas geregelt kriege samstags. Ja, und das ist so drückend draußen, das ist richtig eklig, dass ich mir dann doch nochmal mein Gesicht abgekühlt habe. Ja, die Hälfte von meiner Skincare ist dann jetzt wieder runter. Aber egal, was ich heute mal ausprobieren wollte, ich wollte mir jetzt bei dem ekligen Wetter ehrlich gesagt keine Foundation ins Gesicht schmieren. Hier meine Pickel, die fliegen, die sind auch ganz, ganz schlimm im Moment. Trotz Beauty Mates und Co. KG. Ja, wie gesagt, habe ich mich auch mal wieder influenzen lassen, ist von Trended Up. Magic Face Perfection Cream. Leichte Deckkraft mit Niacinamide. Ich könnte meine Lesebrille auch mal anziehen, dann würde ich vielleicht auch sehen, was ich hier lese. So, was ist es denn? Niacinamide, Lichtschutzfaktor 30. Gut, das ist eigentlich zu wenig. Wobei, ich muss sagen, ich bin einer von den Doofen, die natürlich nicht regelmäßig Sonnenschutz benutzt. Weil, wie gesagt, ich gehe ganz selten, was heißt selten vor die Tür, ich gehe schon vor die Tür, jetzt nicht so lang. Ich gehe von der Haustür bis ins Auto, fahre meinen Sohn auf der Arbeit, komme wieder zurück und dann bin ich hier unten im Keller im Shop. So, und dann gehe ich ab und zu nochmal kurz vor die Tür, mal an den Briefkasten oder so. Und ehrlich gesagt, dafür brauche ich dann auch keinen Sonnenschutz, wie man sieht, ich sehe ziemlich käsig aus. Naja, es war auch schon mal anders, aber ich habe im Moment einfach auch dann zu viel zu tun, ne? Wenn man mit den Sensi-Sachen da auch ein bisschen was machen will und will auch was davon haben, dann muss man auch ein bisschen was dafür arbeiten. Das ist halt auch viel Hintergrundarbeit, sage ich jetzt mal so. So, jetzt probieren wir das hier mal aus. Ich habe das zwar schon mal ausprobiert, aber so im Privaten, aber das fand ich jetzt nicht so lustig. Wir probieren das heute jetzt nochmal aus. Ich benutze jetzt auch eigentlich keinen Primer, weil eigentlich ist das ja hier quasi der Primer für die Foundation. Aber wie gesagt, das ist mir eigentlich heute zu warm. Und da ich ja auch jemand bin, der sich normalerweise nie schminkt, ich hole jetzt hier denselben Pinsel, wie sonst auch. Der ist vom Rossmann. Was steht denn hier drauf? 027 Bufferpinsel Medium. Ja, der ist relativ klein. Ich habe hier noch einen größeren, den ich sonst immer benutzt habe. Der richtig geil ist. Der ist auch richtig schweineteuer. Aber der ist durch die Größe her, der ist super weich. Der ist, aber ja, ich will mir den jetzt auch nicht versauen. Der ist zwar jetzt nicht ganz, doch der ist wohl frisch gewaschen. Ich habe ja so ein geiles Gerätchen. Dann quasi so eine Pinselwaschmaschine. Damit geht das richtig klasse. Der hier ist allerdings auch, wie gesagt, der ist von der Marke Unique. High-End im Direktvertrieb.
Und der ist auch richtig klasse, muss ich sagen. Ich habe jetzt auch von der Sorte noch keinen besseren gefunden. Und da kommt schon wieder einer. Da seht ihr, wie geht ein paar Sekunden gefilmt und schon steht einer im Hintergrund. Naja gut, man hat ja wirklich nicht wirklich gut. Wie gesagt, zur allgemeinen Belustigung, jo. For Your Beauty, ah ja stimmt, das ist der von Rossmann. Ich habe die Tube jetzt hier geschüttelt. Wie man sieht, ist das weiß. Da sind aber wohl Kügelchen drin. Und dann wird das irgendwann braun. Ich könnte natürlich jetzt auch mit den Fingern machen. Will ich aber eigentlich nicht. Ich drehe die jetzt auch mal direkt zu. Vielleicht reicht das hier schon. Ich mache mir das jetzt einfach mal so ins Gesicht. Und das war schon wieder zu viel. Oder zu wenig. Wie man sieht, wird jetzt gleich hier irgendwie farbig. Keine Ahnung. Ich trage das jetzt mal mit dem Pinsel auf, weil ich finde... Ja, siehst du mal. Man sieht das. Weil ich finde... Also ich muss sagen, wenn ich das mit dem, ja siehst du, hier sieht man den Pinsel, das wird jetzt braun. Wenn ich die so Creme mit den Händen auftrage, das sieht immer fleckig aus. Kann ich machen, was ich will. Also entweder bin ich dafür zu blöd, sehr wahrscheinlich sogar. Ja, keine Ahnung. Das ist eigentlich so, wie gesagt, eigentlich nur so eine Art Primer. So eine Perfection-Creme. Aber ich habe mir sagen lassen. Schöne Grüße an Kraufhalter 50. Bei der Gelegenheit und auch an Maxim Giacomo und Danny Pelletier, einer eurer größten Fans. Ich muss auch unbedingt noch mal Bücher bestellen bei Danny. Er hat jetzt ein neues Buch rausgebracht von Egon, dem Käsenmonster. Da bin ich ja auch ein großer Fan von. Ich muss zugeben, ich habe es noch nicht gelesen. Ich hatte auch einfach keine Zeit für zu lesen. Aber ich habe auch zu Weihnachten meiner Tochter das Buch geschenkt mit der Tasse dazu. Das sind immer so richtig tolle Geschenke für Kinder, finde ich. Und der hat jetzt ein neues Buch geschrieben. Von Egon das Käsenmonster. Da gibt es wohl auch so ein Bundle mit so einem Egon-Plüschtier und einer Tasse. Und ja, ich habe mir das noch nicht ganz genau angeguckt. Muss ich zugeben. Muss ich aber noch machen. Meine Finanzen nicht zulassen. Ich gehe ja auch nicht arbeiten, aus gesundheitlichen Gründen. Und ich muss sagen, ich habe hier zu Hause auch genug zu tun, so ist es nicht. Ich weiß nicht, ob das hier was wirkt. Ich sage das mit den meisten Kügelchen hier. Und dann hat man dann hier irgendwie so braune Ränder oder so, keine Ahnung. Das ist halt kein Foundation, ne? Ich gehe da jetzt gleich noch... Oh, ich habe vergessen, Schwamm nass zu machen. Habe ich hier irgendwas? Ne, die Sprudel habe ich gerade getrunken. Aber, kriegen wir doch anders hin. Ich weiß nicht, ob das hier so wirklich wird. Zumindest, naja gut, man sieht die Rötungen jetzt nicht mehr gerade so, ne? Ja gut, das Pickelchen ist jetzt auch nicht mehr gerade so knatscherot wie vorher, aber wie man sieht, der Pinsel ist schön braun. Ja, das ist die Perfection Cream von Trended Up. Ich muss mal gerade in den normalen Spiegel gucken. Ehrlich? Also in der Kamera sieht die nicht so schlimm aus, aber ich sehe hier in dem Spiegel aus, als hätte ich mich irgendwie mit Selbstbräuner verirrt. Allen Ernstes. So, damit ich jetzt nicht aufstehen muss und muss ins Bad, machen wir jetzt mal was, was man eigentlich nicht macht. Ich habe aber auch nichts zum Sprühen hier, muss ich zugeben. Das hier war jetzt nicht die beste Idee. Dann muss ich jetzt doch ins Bad und mache meine Schwämmchen mal ganz flott nass. Ja, das hier sieht echt verboten aus. Wie gesagt, in der Kamera sieht man das jetzt nicht so. Aber im Spiegel sehe ich wirklich aus, als hätte ich mich verirrt. Richtig komisch braun. Ja, das müssen wir ändern. Also wenn das hier gleich immer noch so komisch braun aussieht, sitzt es nicht auf der Nase. Ich weiß nicht, ob man das in der Kamera so sieht. Hier sind überall Streifen. Vielleicht habe ich auch schon zu viel benutzt, keine Ahnung. Aber ich sehe wirklich aus, als hätte, wäre ich im... Sonnenstudio gewesen, auf der Sonnenbank und wäre zu lang drunter gewesen. Allen Ernstes, ne, das hier ist aber nichts. Da kann ich auch Foundation benutzen, das hier muss wieder runter. Was hast du denn jetzt? Ne. Also das sieht echt kreislich aus. Farbtechnisch, Aber man sieht halt, dass ich was im Gesicht habe, ne, und das wollte ich ja eigentlich vermeiden. Ne, also ich weiß nicht, die passt für mich überhaupt nicht. Ich sehe natürlich jetzt toll Chloe aus. Ich würde jetzt sagen, speckig im Gesicht. Nee, das hier ist farbtechnisch gesehen, hier oben auch, das ist alles so braun, obwohl, wenn ich das jetzt mit dem Schwamm weghole, wird. Ja, das ist mir gerade so schlimm, ne? Aber guck mal hier.
Sag ja, das ist irgendwie. Das ist auch nicht für jeden was. Ich habe das jetzt, wie gesagt, bei ein paar Leuten schon gesehen. Naja, wenn ich mir jetzt so wegmache, würde man reiben und machen und tun. Aber das hier ist echt nicht so meines, muss ich sagen. Ja, ich könnte es drauf lassen. Ja, das setzt sich hier an den fucking Pickeln ab. Ja, das hier ist nichts. Jetzt ziemlich der knatsche rote Gesicht. Nee, das hier ist gar nichts. Also das gefällt mir überhaupt nicht. Ich mache jetzt mal hier einen kleinen Cut oder noch einen größeren und gehe mal ins Bad und wische mir das Zeug wieder von mir sich. Das hier ist nichts. So, da bin ich wieder. Jetzt habe ich mir das Zeug von mir sich runtergewaschen. Ich gucke mal gerade in den Spiegel, ob alles raus ist. Ja, gut, ich habe irgendwie, keine Ahnung, ist hier tatsächlich irgendwie gelb im Gesicht. So, jetzt hätten wir noch eine andere Möglichkeit und zwar dieses hier. Diese One Step Skin Perfector ist wahrscheinlich fast genau dasselbe von Catrice. Der ist auch so weich, obwohl der ist schon ein bisschen braun, wenn man den auf der Hand macht. Ja, man sieht das hier vorne. Das nicht. Machen wir jetzt mal was davon auf den Handrücken. So, der ist schon leicht braun und ich glaube, der wird sogar noch brauner, wenn er im Gesicht ist. Das machen wir mal hier nicht allzu viel. Machen wir jetzt mal wie eine Creme. Ich hole jetzt mal nicht den, ja, nicht die Creme, ne? Ich hole mir jetzt mal nicht die, na, Sarret. Ich mache den Rest mal hier irgendwie auf so ein Tuch. Gibt schon Würste. Ein Pinsel und mache das jetzt mal mit den Händen. Vielleicht wird das dann nicht gerade so schlimm. Aber wenn das hier jetzt auch nichts wird, dann werde ich wohl die Foundation holen müssen. Wie gesagt, ich wollte eigentlich noch ein Video drehen, aber ich sehe schon kommen, dass das hier halt nichts wird. Ich muss schon hinter den Ohren. Ja, jetzt bin ich natürlich überall knatschrot, ne? Super, meine Hände sehen auch dementsprechend aus, jetzt braun, clever. Clever gemacht, Mutti. Ich habe auch nichts hier unten irgendwie zum sauber machen. Auch der ist auch vorher nicht. Ich hatte mir heute Morgen noch überlegt, ob ich mal ein paar Tücher mitholen sollte. So. Was man ja nicht machen soll mit dem Gesicht. Gucke ich mir das Ganze mal hier an. Uah. Ja, das ist nicht ganz so braun, das hier. Das ist zwar auch farbig und alles, aber setzt sich nicht so ab. Vielleicht habe ich einfach nur zu viel benutzt. Diesen Skin Perfector, den soll man angeblich auch einfach so benutzen können. Wie gesagt, ich wollte jetzt eigentlich heute keine Foundation, es ist einfach zu warm. Und ich will ja auch nicht, normalerweise schwitze ich nicht, ne? Also nicht so arsch zumindest. Aber bei dem Wetter hier, dann die Luftfeuchtigkeit auch noch so hoch ist, dann schwitze selbst ich und ich will ja nicht mir gleich die braune Brühe die Sicht runter. Nein. So. Ja, jetzt sehe ich aus. Fürchterlich. Ich sage ja hier unten. Dieses blöde Pickel, das ist natürlich immer eine trockene Stelle jetzt. Der blöde Rand immer. Ich will jetzt auch nicht hier in dem Haaransatz irgendwie einen Rand haben oder so. So. Ich meine, das sollte reichen. Ich bin bestimmt morgen wieder voller Pickelchen, 100 pro. So wie ich mich kenne. Meine Haut dreht überhaupt nicht. Ich hatte mich ja Anfang der Woche an zwei Tagen hintereinander geschminkt und habe dann am dritten Tag hier schon an der Nase und auch hier unten und da überall Pickelchen hinbekommen. Das war nicht so lustig. Bestimmt auf den Flecken wird er mal. So, jetzt lege ich den Spiegel mal hier vorne hin. Ja. So. Es sieht nicht gerade so schlimm aus. Ein bisschen Chloe, wie es so schön heißt. Jetzt habe ich den Kack an meinen Händen. Das ist auch nicht so lustig. Wie gesagt, ich muss unheimlich aufpassen. Ich vertrage den ganzen Kram. Also kriegt meine Tochter die Magic Cream hier. Die ist zwar für sie, die ist noch heller wie ich. Die ist zwar für sie eigentlich auch zu dunkel, aber ja.
Die lässt sich ja auch nichts sagen, obwohl ich muss sagen, wenn ich das jetzt hier so sehe, dann muss ich sagen, ist das hier die der Tinted Serum von Catrice, die Foundation, dann ist sie mir echt doch lieber. Wie gesagt, ich habe jetzt hier 004N, die ist relativ hell, wobei, ne, man sieht ja dann hier, ja gut, das ist jetzt natürlich Quatsch, dass ich die hier dran halt. Aber wenn ich die dann mir jetzt hier so hinmache und sehe nachher nicht, bin nachher nicht mehr ganz so knatscherot, dann passt das eigentlich schon. So, ich habe mir heute auch meinen dunkleren Bronzer mitgeholt. Der ist relativ, ja, weiß ich nicht, der passt. Ich bin ja dann, ich würde dann aussehen wahrscheinlich, ne? Deswegen denke ich mal, der hier von Essence, der Matt Bronzing Powder von Sun Club, also Sun Club Matt Bronzing Powder von Essence. So, jetzt haben wir, der ist mehr hell. Ich würde mal sagen, das ist eher was für mich. Wobei, der ist schon fast wieder zu hell. Was ich eigentlich am Suchen bin, ist mein Augenbrauenpüderchen. Nee, das hier ist nicht Quatsch. Das ist, na, Sarat Rouge. So, den habe ich schon ewig. Gut, wie gesagt, ich schmink mich auch nicht jeden Tag. Der ist von Trended Up Eyebrow Powder Waterproof in, wo steht das? 020. Ich schwöre ja auf diese Pinselchen hier. Da war auch einer mit dabei, aber der war so klein und das ist so unhandlich. Und hier ist direkt der Spoolie mit dran. Das hier ist von Ebelin, den gibt es so zu kaufen. Das ist auch für Augenbrauen gedünscht. Wie gesagt, da ist der Spoolie mit dran. Da gehen wir jetzt mal sehen, ob er jetzt auch aus. Ich sage, in Natura ist es nicht ganz so schlimm. Das ist natürlich jetzt arschdunkel geworden. Aber wie gesagt, da gehe ich gleich mal mit dem Spoolie durch. Und dann, ich sage ja, wenn ich jetzt hier so in den Spiegel gucke, bin ich ja nicht so hell wie an der Kamera, ne? Das ist dann natürlich, habe ich jetzt überall rote Flecken im Gesicht. Ja, ehrlich, dann hätte ich auch die Foundation benutzen können. Naja, jetzt sieht man es hier auch direkt überall, kriege ich Platschen. Das dauert dann ewig, bis die wieder wechseln. Ich bin da doch anscheinend nicht ganz so käsig, wie ich gedacht habe. Ja, na gut, das hier kann ich jetzt mal kurz auftrocknen und dann, ja. Ich mache mir jetzt mal gerade ein bisschen Puder an die eine oder andere Stelle. Ich könnte mir auch einen anderen Pinsel holen. Ich hole mir jetzt mal für Puder. Ne, das hier ist nämlich eigentlich ein Highlighter-Pinsel. Obwohl, ne, na, ist eigentlich bald egal. Weil das, was hier eigentlich, also was ich mir gekauft habe, hier dieses kleine Patschel-Ding. Ich habe auch welche von Maxim, ich weiß nicht, wo ich sie hingetan habe. Schöne Grüße nochmal. Ja. Das ist in der Wäsche mit meinen Wascht. Jetzt benutze ich halt den Puderpinsel hier. Von wem ist denn der? Ah, der ist von Ebelin, ganz genau. Aber der ist schön. Ich habe auch so einen ähnlichen von Unique. Oh, ich habe so viele Pinsel. Ich habe Zeug ohne Ende. Das war jetzt fast meine Kamera, sorry. Jo. Ja, Puder. Ich muss mir mal gerade hier ein bisschen was auf die Augen machen. Das fängt schon wieder an, so zu glitzern und zu glänzen. Ich habe natürlich jetzt nirgendwo Concealer drauf. Ja, hätte man vielleicht nicht unbedingt Puder jetzt drauf machen sollen. Ne? Oh, gerade ein bisschen was auf die Stirn von dem Mattzeug hier. Was ist es nochmal? Catrice All Matte Plus Shine Control Powder. 12 Stunden Long Lasting. Ja, ich und Puder, wir stehen sowieso meistens ein bisschen auf Kriegsfuß. Wie gesagt, eigentlich war ich der Meinung, ich hätte so ein Mischhaus, also hier so speckig und da trocken. Aber wie gesagt, seit ich meine Beauty-Mate-Sachen benutze, ist es eher umgekehrt, also eher speckig. So, jetzt hoffe ich, dass der Kram hier jetzt mal trocken ist. Ich habe eigentlich zwei von den Pinseln hier, weil ich dachte, neulich einer wäre weg. Nee, den hatte meine Tochter mal wieder. Jetzt gehen wir mal da mit dem Spoolie durch, dass das so wüst aussieht jetzt nochmal. So. So, ich sage ja, in Natura sieht das gar nicht so wild aus mit dem Braun. So, das ist das meiste nämlich schon wieder weg, so wie viel Puder, so wie das andere auch, aber sie sehen besser aus wie vorher. So, jetzt kommt die Sonne richtig raus, jetzt muss ich wieder die Augen zu pitchen. So, was machen wir denn jetzt als nächstes? Jetzt könnten wir eigentlich mal den Bronzer benutzen, wa? So, ich benutze jetzt mal nicht den dunklen, sondern den ich sonst auch immer jetzt hier benutze. Ich habe mir allerdings... Ich dachte, ich hätte meinen anderen Pinsel mitgebracht. Habe ich dann anscheinend doch nicht. Na gut, nee, ich habe einen anderen Rouge-Pinsel mitgebracht.
Ja gut, dann benutzen wir das hier jetzt eben dann doch nochmal. Klopfi, klopfi. Mal ein bisschen was auf die Stirn. Das kann ich natürlich mal im Spiegel nachkontrollieren. Das geht im Hintergrund schon wieder der Krankenwagen. Das ging gestern auch die ganze Zeit. Die ganze Zeit ging das mit dem Krankenwagen gestern. Also wirklich im bald im 2-Stunden-Takt. Man hätte sich fast denken können, man wäre in der Großstadt. Ich weiß auch nicht, was im Moment los ist. Das ist aber das eklige Wetter. So. Ich habe irgendwo mal gesehen, man soll das machen, die eine 3. Jetzt gucken wir mal im Spiegel, wie schlimm das aussieht. Nur eigentlich gar nicht. Ja doch, das wird hier jetzt schon wieder fleckig, ne? Da wo ich die Falten habe, das wird fleckig. Ja, wie gesagt, ich hätte auch besser die Foundation benutzt. Ich sage ja, in der Kamera sieht man das so gar nicht, ne? Naja gut, das ist jetzt wie es ist. Ich mache jetzt auch kein großes Beheimer hier drum. Das bleibt jetzt alles so wie es ist. Ich mache jetzt alles schön wieder zurück. So. Augen, 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 Augen. Und dann machen wir durch. Machen wir jetzt irgendwie alles schön durcheinander. Ich wollte jetzt eigentlich mal den etwas dunkleren benutzen hier. Ich bin mal gespannt, ob das wird so. Guck mal hier. Der hat aber ganz schön krummelmäßig. Wie nennt man das so schön? Kickback? Fallout? Nee, Fallout ist, wenn du unter den Augen landet, gell? Ich habe da eher so was dagegen. Wie gesagt, das hier ist ein älterer Pinsel aus einer Limited Edition, hast du noch irgendeine Weihnachtsedition, der glitzert so schön, das war in so einem schönen Pöttchen mit drin, das sind die einzigen zwei, die noch übrig geblieben sind. Meine Tochter hatte die dazwischen, oh ne, hier ist noch einer, die hat die hier hin mit. So, jetzt gucken wir mal, der hier ist nicht dunkel, jetzt machen wir das mal da, wo eigentlich normalerweise da oben der Schatten sein sollte. Ich bin ja der Meinung, ich habe ein Schlupfilid. Oder streiten sich auch die Geister. So, jetzt habe ich das ganze Zeug hier auf dem Bronzerpöttchen. So. Jetzt versuche ich das so zu machen, dass ich nicht schon wieder den Spiegel hier irgendwie da habe, wo er nicht hingehört. Von wegen, ich wollte mal den komischen Cappuccino-Look nachschminken. Jesus, guck mal, wie dunkel das geworden ist. Halla, die Waldfee. Das nennt sich Bronzer. Wie gesagt, ich bin auch nicht wirklich mutig mit dem ganzen Kram. Ja. Halla. Ich glaube, da müssen wir nochmal mit einem anderen Pinsel drüber. Mit einem fluffigen Blendepinsel. Okay, jetzt ist schon Arsch. Gegen leichte Hand. Ich habe keine leichte Hand. Aber der ist schön dunkel. Das ist das, was ich gemeint habe. Der ist relativ dunkel. Wie gesagt, in der Kamera sieht das ganz anders aus. Wenn ich hier in den Spiegel gucke, sieht man fast nicht. Ne? Weil das, naja gut, das ist halt braun. So, den habe ich aber jetzt mal gut ausgeblendet. Ich könnte natürlich auch mal hier ein bisschen in die Ecke tupfen. So als dunkel, weil hell hält. Ich habe schon wieder den Spiegel in der Kamera, gell? Aber diesmal, wie gesagt, war ich schlauer und habe boah, jetzt knallt die Sonne aber richtig. Ich habe auch mein Düppchen hier gefunden, für Pinsel sauber zu machen. Wobei, das hat so ein blödes Ding hier in der Mitte. Mit so einem Blech, ich weiß nicht, wofür das ist. Sache stand doch nicht dabei. Ich habe das bei dem großen Ei gekauft. Ich mache den Pinsel nämlich jetzt mal sauber und gehe jetzt noch in den anderen Bronzer rein. Mache ich jetzt mal so zu, und zwar in den Beachfront Bronzer von Unique. Der glitzert nämlich ein bisschen. Und der ist auch, wie man sieht, der ist so dunkel, hell, ganz hell. Keine Ahnung, was, wie gesagt, und der hat Glitzerpartikel mit drin. Oh. Ich stirb aber auch hier. Hammer.
So, und den mache ich mich jetzt, mache ich mir jetzt auf bewegliche Augenlid noch ein bisschen drauf. Ich weiß, in meinem Alter soll man nicht mehr so viel mit Glitzer machen, aber naja, gut. Ich mag Glitzer und wie gesagt, manche sagen ja auch, Make-up soll Spaß machen. Und dann macht es uns auch Spaß, wenn wir ein bisschen Glitzer, Glitzer geht immer. Das bewegliche Auge liegt. Also wieder die Füße, ich habe viel zu viel drauf. Ja, jetzt sehe ich gar nichts mehr hier in der Sonne, außerdem ist mein linkes Bein eingeschlafen, wenn ich hier so schief sitze. Aber naja gut, es ist einfach Bronzer. Kommt gleich noch was Helles in den Augen, in den Winkel, obwohl... Entschuldigung, schon wieder den Spiegel in der Kamera. Weil ich ja verhältnismäßig helle entwickelt habe. Hier müsste man ja eigentlich in der Theorie einen Lidstrich machen. Ne? Eigentlich in der Theorie, wie gesagt. Achso, jetzt habe ich ja den Pinsel da verhunzt. Ich habe zwar hier noch einen anderen komischen. Nee, habe ich jetzt mal so lassen. Ich sage ja, hier in der Kamera sieht das jetzt anders aus wie in Natura. So, und die nächste Schnittkante, da kam nämlich mein Mann gerade um die Ecke. Ich musste mal gerade in den Spiegel gucken. Also mit den unteren Wimperntuschen hätte ich mir jetzt eigentlich auch sparen können. Ich weiß nicht, ich glaube, die ist dann doch schon weit älter, die Klemmen doll, obwohl ich dachte, ich hätte mir die erst neu gekauft. Wie gesagt, eigentlich soll man das ja nicht machen. Meine Tochter hatte die neue dazwischen, da ich hier dabei gesessen habe. Aber ich wollte mir jetzt schon wieder eine neue Mascara kaufen. Ständig bin ich Mascara am Kaufen und irgendwie ist sie weg. So, jetzt machen wir Schluss mit dem allgemeinen Gebabbels. Ich glaube, ich habe 2 oder 3 Schnittkanten dann hier drin. Ich muss die jetzt ein paar Mal stopseln und mir einmal die braune Farbe von dem Magic Face Perfect da aus dem Gesicht. Das sah wirklich fürchterlich aus. In der Kamera weniger, aber im Spiegel sah es wirklich kreislich aus. Und dann hoffe ich, dass der Titel jetzt nicht so lang war. Wie gesagt, Video zur allgemeinen Belustigung. Wie gesagt, beim ersten Video war es eigentlich schöner, aber da hatte ich, wie gesagt, den Spiegel rückseite ständig hier. Das hat mir jetzt gar nicht gefallen. Mein Chaos mit der Handyhalterung und weiß der Teufel wird alles. Und meine Tochter lachend im Hintergrund. Vielleicht wird dann noch ein Outtake. Mal gucken. Ich habe mich ja jetzt auch nur so hübsch gemacht. Eigentlich wegen... Ich wollte dann jetzt, wie gesagt, endlich mal das Video abdrehen. Was ist denn jetzt denn? Vielleicht benutze ich doch noch den Lippenstift. Mal gucken. Ist man noch nicht so. Sieht da bitte Farbe aus? Naja, man sieht nichts, ne? Hammer. Ah ja gut, der Lipgloss, der war ja jetzt auch schon farbig. Der Plumping Lipgloss. Das hier ist halt auch so meine Farbe, ne? Wie war es noch gerade? Ich habe zwar keine Brille. Lesebrille jetzt im Moment an. Irgendwas mit Move, gell? Ja, Pretty Move. Das ist so genau... meine Farbe, ne? Diese halt auch. Ja gut, sie ist jetzt... Der Kameramann könnte man fast meinen, sie hätte einen kleinen Orangestich. Und so sieht es einfach im Spiegel aus wie meine normale Lippenfarbe. Man sieht zwar, dass man was drauf hat, aber könnte auch einfach nur so sein. Ja, das hat auch eine Nummer. Ich weiß, dass das eine Nummer hat. Ich kriege die nur so 75, glaube ich, steht da drauf. Wie gesagt, ohne Lesebrille keine Chance mehr, ne? Ja. Ich glaube, ich habe fast alles gemacht, was man machen konnte, bis auf Concealer. Hätte ich vielleicht mal machen sollen, hier wegen meinem... Aber da habe ich jetzt auch keine Lust zu. Ja, wenn man den Schatten hier, das ist wahrscheinlich, wenn man nicht mehr... Wenn die Schwerkraft schon alles irgendwie nach unten zieht. So, jetzt machen wir wirklich Feierabend. So, ich hoffe, dass euch das Video ein bisschen gefallen hat. Vielleicht auch der ein oder andere Lacher dabei war. Wie gesagt, wenn sich jemand schminkt, der sich normalerweise nie schminkt, wenn er in der Theorie wissen müsste, wenn er 3 Millionen Videos geguckt hat von sämtlichen Influencern. Auch schöne Grüße nochmal an Kaufhalter50. Was aber einer von euch mal machen könnte, Leutchen, wäre vielleicht mal so ein Video für Leute wie mich, die keinen Plan haben. Ich habe gesehen, Kaufhalter hatte neulich so ein Bild gepostet vor der Sommerpause. Da sieht man die Kamera, also an ihrem Filmplatz. Ich glaube, 1 oder 2 Softtop-Boxen. Die hat ja auch die Brille an, das ist er dann auch. Da hatte ich es ja auch mal per E-Mail gefragt, wie machst du das? Ich habe immer die Alien-Augen. Ich sage, das ist egal, wie ich da drin nicht hin. Dann sagt sie, ja, Softtop-Boxen. Ja, ist auch gut, okay. Wie gesagt, ich habe kein eigenes Zimmer schon, sonst wäre das auch noch kein Thema, ne? Wenn du dann immer alles hier unten im Shop auf und ab. Zwischendurch hat man ja dann noch Kundenverkehr und mein GLS-Mann kommt, dann schöne Grüße.
und all so was, ne, dann ist das natürlich ein bisschen schlecht, wenn die über den Kram hier stolpern würden. Wie gesagt, und ich filme mit meinem alten Handy und hatte auch gesehen, dass die irgendwie so ein Puschel-Mikro irgendwo oben in der Luft hängen hat. Ich bräuchte mal, ja, wahrscheinlich gibt es Millionen Videos, ne? Aber so von so Leuten, so sage ich jetzt mal, normale Leute in Anführungsstrichen, was man dann halt so wirklich braucht, was das mal so Sachen sind, gut, da sieht man natürlich dann die Kamera, weiß der Teufel, was das dann ist, da hängen dann auch noch 20.000 Kabel von der Kamera runter, keine Ahnung, ne? So was bräuchte ich mal. So ein Infovideo, was man dann so alles hat und was man dann so braucht, eventuell, wenn man ein bisschen mehr professionell auftreten will, wie ich hier mit meinem Krimskrams. Ja. Ja. Jetzt machen wir aber Feierabend. Vielleicht sollte ich nochmal einen Tschüss-Take drehen, sozusagen. Mache ich vielleicht auch. Vielleicht schneide ich den Kram jetzt hier auch weg und dann, ja, mache ich nochmal Tschüss. So. Ja, das war das Schminkvideo zur allgemeinen Belustigung. Da seht ihr mal, wie das ist, wenn sich jemand schminkt, der überhaupt keinen Plan hat, was er macht. Und überhaupt. Trotz 3 Millionen YouTube-Videos, die man schon geguckt hat, wie müsste man eigentlich wissen, wie es besser geht. Ja, und die Lacher im Hintergrund von meiner Tochter, die fehlen auch so ein bisschen. Wie gesagt, ich hatte schon mal versucht, ein Video zu drehen mit 100.000 Aufschnittkanten sozusagen. Weil auch dauernd hier irgendwie was war im Hintergrund, ja, und dann kam die irgendwann und hat sich im Hintergrund schlappgelappt. Der Motto, Mutti will auch mal cool sein und versucht jetzt hier ein Schminkvideo zu drehen und, naja, sieht wahrscheinlich, wenn man daneben sitzt, noch schlimmer aus, wie jetzt hier in der Kamera. So, ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wer das guckt, ein Däumchen hoch, da brecht ihr euch keinen Zacken aus der Krone. Und wer Lust hat, öfters mal so lustige Videos zu sehen, der abonniert meinen Kanal. Das kostet ja auch nichts, gell? Glöckchen müsst ihr nicht unbedingt aktivieren. Man guckt ja meistens dann sowieso bei YouTube und sieht ja dann das blaue Pünktchen irgendwo, dass wieder was Neues gekommen ist. Und wer Lust hat, darf natürlich die Glocke aktivieren, um Gottes Willen. So, ich bin verzettel mich schon wieder in allgemeinem Gequatsche. So, tschüss, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben.